Wir sind hier im Tauchsportzentrum in der Halle 3, in der Halle des Tauchens. Wir haben hier im Tauchsportzentrum zwei Tauchbecken. Das eine ist hinter mir der größte transportable Tauchturm der Welt, immer noch. 8 Meter lang, 4 Meter breit, 4 Meter hoch. Wir haben fast 120 Tonnen Wasser drin. Dort zeigen wir das Modernste an Tauchausrüstung, an Tauchausbildung, was man hier in der Halle finden kann und auf der Welt finden kann. Wir haben aber auch ein zweites Becken extra aufgebaut fürs Schnuppertauchen. Hier kann man sich spontan entscheiden, auch mal ins Wasser zu hüpfen. Wir haben von der Badehose übers Handtuch bis nachher zur Tauchausrüstung und den entsprechenden Tauchlehrer alles, wo man sich spontan entscheiden kann, sagen, ich will das Tauchen jetzt mal ausprobieren und wirklich nass werden. Wir haben eine Aktionsbühne hier, wo wir Tauchziele etc. von morgens bis abends vorstellen. Wir reisen eigentlich um die ganze Welt. Wir haben Programmpunkte, die in Österreich beginnen, wir haben Programmpunkte, die in Deutschland beginnen und auch bis in die hintersten Winkel der Erde, wo man sich das Tauchen überhaupt vorstellen kann. Alles ein Querschnitt durch die ganze Tauchsportbranche. Ich behaupte mal, man findet hier in der Halle keine Frage, auf die wir hier keine Antwort finden. Wir haben die Urlaubstaucher, die sind so in der Mitte. Wir haben die Taucher, die immer mehr technisch werden, über Mixgas, über Rebreather. Und wir haben auf der anderen Seite die Leute, die mittlerweile ohne Tauchgerät tauchen gehen, nämlich die Apnoeisten. Und so spaltet sich das Ganze auf, aber jeder findet hier in der Halle des Tauchens das, was er sucht. Ganz besonders freue ich mich darauf, dass wir am Samstag eine kleine Premiere feiern werden. Wir werden ein Geheimnis lüften. Es gibt in einer großen Tauchzeitschrift einen Comic-Strip, in jeder Ausgabe von den Wetnecks. Das sind 3 Taucher, die immer irgendwelchen Mist bauen. Und diese 3 Taucher gibt es wirklich. Sie haben noch nie zusammen auf der Bühne gestanden. Wir werden das am Samstag hier ändern. Wir werden auch uns den Zeichner dazu holen und endlich das Geheimnis lüften. Wer sind eigentlich die Wetnecks?